Hallo und herzlich willkommen zurück in FIFA 22 in der Managerkarriere mit dem FC Hansa Rostock, dem aktuellen Tabellendritten der zweiten Bundesliga, der heute ran muss gegen den 16. SC Paderborn. So, ich würde mal genau in dieser Formation und auch in dieser personellen Aufstellung auflaufen, in unserer Standardaufstellung. Und wir hoffen einfach mal auf ein ähnliches Ergebnis wie beim letzten Mal, als wir gegen den 16. gespielt haben. Das war zum Beispiel der FC Schalke 04. Da haben wir 4-2 gewinnen können. Im letzten Spiel im DFB-Pokal konnten wir 5-3 gewinnen gegen den VfL Bochum. Also unsere Spiele sind mal wieder alle sehr, sehr torreich. Und mal schauen, wie es gegen Paderborn aussieht. Ich meine, die letzten Spiele gegen Paderborn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren auch recht spektakulär. Und auf diesem wunderschönen, grünen, linienlosen Rasen im Ostseestadion, im neuen, umgebauten Ostseestadion, im Flutlicht, da laufen wir jetzt auf. Und irgendwie muss ich sagen, ich mag das so clean. Erste Möglichkeit. Beziehungsweise, ja, erste Flanke. Möglichkeit würde ich es noch nicht nennen. Es war vielleicht die Möglichkeit auf eine Möglichkeit. So, und jetzt Dörfler. Schuster. Platte. Platte. Pascozzi ist zur Stelle. Und Lavia. Komm schon. Abseits Batista Meier. Das wäre so eine gute Aktion gewesen. Und Lavia braucht gute Aktion. Platte. Ist bisher noch nicht so ganz bei uns angekommen. Griebsch. Schumacher. Lavia und Batista Meier, der verliert den Ball. Schön gespielt, Heuer. Stiepermann. Gut von Unbehauen und gut von Vandenberg danach. Aber die Situation ist noch heiß. Heuer. Gut von Lautaro Spatz. Cissé gut gespielt auf Simon. Batista Meier, warum nicht mit links? So, Mario Vuskovic wechselt von Hajduk Split zu West Bromwich Albion für 16 Millionen Euro. Gratulation an West Brom. Scheinen also was gut gemacht zu haben, wenn sie hier gefeatured werden. Scarlett. Dane Scarlett bleibt noch dran. Ball war noch im Feld, alles klar. Simon. Batista Meier. Batista Meier und Zingerle. Und Sven Michel. Gut von Griebsch.
Und Lavia schickt Kevin Schumacher. Versucht's mal direkt. Talhammer. Heuer. Ah, Stiepermann. Wieder rausgespielt. Auf Stiepermann. Und Heuer wieder. Cissé dazwischen. Stiepermann klaut sich den Ball zurück. Dann ist es Pascozzi. Mit einem vielleicht etwas zu riskanten Ball auf Unbehauen, aber der kommt dann mit diesem Ding für Dane Scarlett. Nächste Flanke. Cissé. Lavia. Skakel. Und Vandenberg. Ah, shit. Shit, 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 shit. 1-0. Paderborn. Es war so klar. Es war so klar, dass sowas da hinten losgehen muss. An sich die Grätsche von Vandenberg ganz in Ordnung, aber dann hat er eben Pech, dass der Ball so abprallt. Und dass da eben zwei Paderborner sind. Ja, und Unbehauen kann nicht viel machen. Muss sich groß und breit machen. Platte nutzt das, schiebt ihn durch die Beine. Und die Führung für die Gäste. Aber wir sind es ja mittlerweile gewohnt, in Rückstand zu geraten. Warum hoffe ich da eigentlich drauf, dass es irgendwann nochmal funktioniert? Platte. Stiepermann. Und Lavia mit einer guten Abwehraktion. Der Pass ist dann wieder... Ja, kann man drüber diskutieren. Stiepermann. Skakel. Und Dörfler gegen Griebsch. War das jetzt abseits und der Schiri hat es direkt genutzt, um abzupfeifen? Oder? Ja, jedenfalls 1-0 zur Pause für Paderborn. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Zweite Hälfte geht los. Michel auf Platte. Schuster. Skake. Und Schumacher erläuft sich den Ball. Spielt ihn dann sehr gut auf Simon und der leitet ihn weiter auf Momo C. C. 1-1. Erstes Saisontor für ihn, für den neuen Club. Und das war richtig schön rausgespielt. Und vor allem so eiskalt im Abschluss.
Und es dauerte nur 4 Minuten in Halbzeit 2. Der erste Torschuss in Halbzeit 2. Und Stiepermann. Jetzt verteidigt sich Sey auch noch da hinten mit. Versucht Pascozzi noch ein bisschen weiter zu unterstützen. Skakel. Griebsch, sehr gut. Oh Gott. Und dann vergibt Skaki hier, versagen wahrscheinlich die Nerven, weil er unbehauen auf sich zurennen sieht und schnell reagieren muss. Pascozzi, weiter Schlag für Schumacher und ja, der bleibt am Ball. Und dann schlecht gespielt, schlecht aufgelöste Situation. Thalhammer. Platte. Stiepermann. Stiepermann. Lavia. Ich meine, ich finde es ja mutig. Ich finde es ja mutig, dass Schumacher den auch so versucht. Eigentlich habe ich nur geschossen, weil ich dachte, es wäre abseits. Muss aber keiner wissen. Godin jetzt also im Spiel für Lavia. Und Scarlett. Ui. Der Schuss sah eigentlich nach nichts aus, aber so wie der von den Fäusten von Zingerle abprallt. Und das habe ich jetzt nicht weggedrückt. Honza kommt nochmal für Stiepermann. Die Ecke bringt wieder Gefahr. Vandenberg zumindest mit dem Schussversuch. Pascozzi. Und Skarlet mit dem 2-1. Was zur Hölle? Was war das denn für ein Jubel? Aber schönes Ding von Dane Scarlett. Den Jubel kannte ich ja noch gar nicht. Also den habe ich auch noch nirgendwo vorher gesehen. Gute Balleroberung. Dann ist es abseits. Batista Meier. Prüft Zingerle nochmal und dann trifft er nochmal den Pfosten. Thalhammer, Honsack. Michel aus Netz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Paderborn wird nochmal wechseln. Es kommt Justwan für Skarke. Batista Meier. Und dann ist es hier nochmal Kevin Schumacher und Zingerle musste da schon alle Kunst in diese Parade stecken.
Sagt man das so? Keine Ahnung. So, Vandenberg, Batista Meier und Schumacher. Spielt direkt nochmal den langen Ball auf Dane Scarlett. Kommt auch an, so ist es ja nicht. Der legt nochmal rüber. Auf CC! Viertes Tor insgesamt, ja. 3-1 jetzt. Doppelpack für Momo Sissé. Boma kommt jetzt nochmal für Vandenberg. Und auch dieses Spiel dürfte jetzt damit entschieden sein. Es sei denn, Paderborn macht jetzt nochmal einen richtigen, eine richtige Druckphase. Boma klärt. Scarlett übernimmt und dann geht's direkt mal wieder in die andere Richtung. Über Schumacher. Interessanter Ballwechsel oder Seitenwechsel auf CC. Und jetzt Pascozzi. Hat das scheinbar irgendwie mit einem Abpraller oder so gerechnet. Und aber so unglücklichen Abwehraktion. Pascozzi. Scarlett. Ah, Simon nochmal. Und jetzt darf Piat Womo sein Debüt geben. Nicht auf seiner Stammposition, aber er kann eben auch im ZM spielen. Und ist sofort Kapitän. Debüt als Kapitän. Das ist nochmal Jules Godin, der nochmal Zinger prüft. Aber der Keeper gewinnt in dieser Situation. Mit Womo mit der Ecke. Und dann dürfte, glaube ich, das Spiel durch sein. Genau in dem Moment, wo ich sage, pfeift der Schiri ab. Es ist ein 3-1 Sieg. Und Womo führt direkt die Mannschaft hier an. Aber wenn das nicht Gänsehautatmosphäre ist. Drittes Spiel in der Liga, dritter Sieg. Viertes Pflichtspiel insgesamt, vierter Sieg. So, das kann man dann auch so sagen. Und ich würde behaupten, wir stehen auf der 1. Ich würde jetzt mal ganz dreist sagen. So alleine torverhältnismäßig schon. Exakt. Nächstes Spiel gegen Holstein Kiel, die stehen aktuell auf der 5. Und da sieht man es. 11-6 Tore. Also der nächstbessere hat 6 Tore erzielt. Das ist Düsseldorf. Wir sind ganz ordentlich, was Tore schießen angeht, habe ich das Gefühl. So, und ich hatte mir noch Folgendes überlegt. Transferangebot für Spatz. Was?
Und Simon, oh Gott. 10,5, Alter. 10,5 Millionen Euro. West Bromwich. Das kann ich nicht annehmen. Ich kann den Jungen nicht ziehen lassen. Dixon Abiyama? Was? Und für ihn können wir schon 4,3 Millionen Euro verlangen. Dixon Abiyama. 71er Stürmer. Aber ich sage nein. Die bieten 10,5 Millionen Euro. Ich sehe die gerade leider nicht, was der Vorstand sagt. Wie viel wir für ihn verlangen könnten, aber nee, mache ich nicht. Mache ich einfach nicht. Puh. Ja, was ich mir überlegt hatte, war, wir können noch so ein bisschen spielen hier mit dem Budget. Wir könnten uns theoretisch doch nochmal an einen der teuren Leihspieler ranwagen und sein Gehalt eben nochmal bezahlen für ein Jahr. Das wäre möglich. Dafür muss ich meine schlaue Liste vor mir nochmal aufmachen, damit ich auch sehe, wer von denen nochmal genau Leihspieler war. Ja gut, ich meine, Hogewerf wollte ja nicht zu uns. Ansonsten habe ich gerade keinen fürs rechte Mittelfeld. Und jetzt einfach ein Stürmer, einfach nur weil es geht, wäre auch doof. Wisst ihr was, wir gucken jetzt mal live. Wir gucken jetzt mal live da rein, suchen uns einen Spieler. Der bitte spielt. Ah ne, ist egal, wo er spielt. Er soll zu verleihen sein. Zwischen 16 und 20 Jahre alt. Und bitte aus der. Liga Santander kommen. Cool. Haben wir einen aus der Premier League? Dylan Hugewerf, hey. Aber ohne Scheiß, den könnten wir uns jetzt auch kaufen. Wir könnten uns den auch einfach kaufen. Wir versuchen es doch mal. So, 2,5. Wir sind also schon mal in einem Bereich, der ist noch okay. Letztes Mal ist es am Spieler gescheitert, da ging es aber auch um die Leihe. Jetzt hätten wir eventuell einen ganz interessanten Vertrag für ihn. Er will nur wichtig sein, das kriegen wir hin. 4 Jahre. Ist okay für ihn. 5,2 Millionen Freigabesumme. Nee. Sehr gut. Boah. Das geht gerade gegen alles, was ich eigentlich machen will, ne? Also, was ich eigentlich gesagt hatte, was wir machen und was nicht. So, wenn du 10 Tore machst, gibt's
Achso, Entschuldigung. Wenn du 10 Tore machst, gibt es sogar eine Mille. Wir haben uns gerade einen Spieler von Manchester United gekauft. Dylan Hugewerf ist jetzt Teil des Hansa Rostock-Kaders. Wieso steht denn da was von Gehalt 3100? Hätte das ausgereicht? War das jetzt unnötig, mich an die Premier League-Preise zu halten? Soll ich seinen Vertrag direkt verhandeln? Ah, shit. Oh, 20.000, ey. Ich glaube, das war ein Fehler, oder? Also, das so hoch anzusetzen. Den Typen zu holen nicht, aber das so hoch anzusetzen. Okay, machen wir Folgendes. Dann geht Wigget nach unten. Der ist jetzt 2 Punkte besser als Griebsch und hat überhaupt nicht gespielt. Bitte. Aber dann hätte ich ihn eigentlich doch ganz gerne. Auf der Bank zumindest. Und Hugewerf geht dann für CC in die Startaufstellung. Machen wir so. Wir bauen uns schon irgendwie noch was Ordentliches zusammen. Beziehungsweise haben es soweit. Und ich glaube, Hugewerf könnte echt ein guter Schritt sein. Wenn ich mir auch so die Werte komplett durchweg angucke, unser schlechtester, in Anführungsstrichen, schlechtester Spieler ist eben Wigget mit 64. Hat sich auch deutlich verbessert, im Gegensatz zum letzten Mal. Oder zur letzten Saison, zum Anfang der letzten Saison. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und das nächste Spiel ist dann eben auch ein kleines Topspiel, könnte man sagen. Erster gegen Fünfter oder Fünfter gegen Erster, weil wir in Kiel spielen. Ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird und freue mich auch, wenn ihr wieder einschaltet. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.